Über die aktuelle Entwicklung spreche ich jetzt mit Nahost-Expertin Christine Hellberg. Guten Morgen, Frau Hellberg. Guten Morgen. Frau Hellberg, zum ersten Mal fordert der UN-Sicherheitsrat eine sofortige Feuerpause. So rum, ist das der Durchbruch? Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Signal. Es ist nach 5,5 Monaten ein überfälliges Signal. Es wird womöglich kurzfristig nichts bewirken, da die aktuelle israelische Regierung sich davon wahrscheinlich nicht beeindrucken lässt. Wir haben schon die erste Reaktion gesehen, die Absage dieser Delegationsreise nach Washington. Auch die Hamas wird sich davon wahrscheinlich nicht beeindrucken lassen, obwohl sie dieser Resolution auf jeden Fall sie positiv aufgenommen hat und begrüßt hat. Die USA sagen ganz klar, das ist nicht eine komplette Änderung unserer Haltung. Wir stehen weiterhin fest an der Seite Israels. Aber faktisch ist es ein sehr wichtiger Schritt, dass die USA jetzt politisch schon mal auf Distanz gehen zu der Art der Kriegsführung Israels im Gazastreifen. Das ist ja zuletzt schon ein immer schwierigeres Verhältnis geworden zwischen den USA und Israel auch. Wird das jetzt noch schwieriger durch diese Enthaltung? Das hängt davon ab, wie die israelische Regierung sich jetzt verhalten wird. Wir haben auch die US-Vizepräsidentin gehört, Kamala Harris, die ja tatsächlich nichts mehr ausgeschlossen hat für den Fall, dass die israelische Regierung ihre Pläne mit der Offensive in Rafah tatsächlich durchsetzen möchte. Und die nächsten Schritte wären ganz klar natürlich, Munitionslieferungen womöglich mal zu stoppen nach Israel oder zumindest an Bedingungen zu knüpfen. Diese Diskussionen gibt es in Washington. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, einen palästinensischen Staat schon mal anzuerkennen, um die Ernsthaftigkeit zu signalisieren, die man ja gerade bei dem Versuch einer Zwei-Staaten-Lösung noch mal demonstrieren möchte. Also das wären weitere Schritte, die möglich sind. Das Verhältnis ist auf jeden Fall schwer beschädigt und es hängt sehr davon ab, wie in Israel auch die innenpolitische Lage sich entwickelt, ob zum Beispiel die Verbündeten von Netanyahu wie Benny Gantz oder General Eisenkot, ob sie weiter in seiner Regierung, in diesem Kriegskabinett bleiben werden oder ob sie auch vor dem Hintergrund der wachsenden Isolation Israels womöglich Netanyahu die Gefolgschaft verweigern, Neuwahlen fordern. Und das ist natürlich das Szenario, das Netanyahu am meisten fürchtet. Denn bei Neuwahlen würde er womöglich nicht mehr wiedergewählt werden. Und das wäre das politische Ende des aktuellen Ministerpräsidenten. Da möchte ich die Frage anschließen, dann auch, wie lange Netanyahu dann überhaupt diesem Druck, unter dem er ja gerade steht, auch noch standhalten kann. Ich meine, Druck zum einen von der internationalen Staatengemeinschaft, von dieser Seite, Druck auch, wie Sie ihn gerade skizziert haben, innenpolitisch. Netanyahu steht vor einem sehr persönlichen Dilemma. Er kann entweder Israel retten, etwas überspitzt formuliert, wenn er jetzt tatsächlich eingeht auf die Forderungen der gesamten Weltgemeinschaft, kann man ja sagen, auch der amerikanischen und auch der deutschen Verbündeten, indem er sagt, gut, wir suchen nach Alternativen für den Kampf gegen die Hamas. In dieser Form werden wir diesen Krieg nicht mehr weiterführen, indem er auch garantiert, dass es keine Wiederbesetzung gibt des Gazastreifens. Das ist eine weitere Forderung ja auch. Und indem er jetzt vor allem aktuell eben auch Kompromisse signalisiert, das tun die Israelis schon in gewisser Weise bei den indirekten Verhandlungen über ein Geiselabkommen, denn die dringendste Aufgabe muss es eigentlich sein, die verbliebenen israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen frei zu bekommen. Da sind die Proteste im Land ja auch immer größer und immer lauter geworden. Das ist also das eine. Wenn er das tut, riskiert Netanyahu die Unterstützung seiner rechtsradikalen, rassistischen, ultraorthodoxen und Siedlerminister im eigenen Kabinett. Wenn die aussteigen aus der Regierung, dann wird es auch Neuwahlen geben und die wird Netanyahu zum jetzigen Zeitpunkt eben nicht mehr gewinnen. Und die Alternative ist eine weitere Isolation Israels international. Und auch dagegen erheben sich sehr viele, vor allem politische Stimmen in Israel. Frau Hellberg, die Geiseln frei bekommen, das will auch die deutsche Außenministerin, das will auch Annalena Baerbock. Die ist jetzt zum 6. Mal seit dem Angriff der Hamas auf Israel schon in den Nahen Osten gereist. Die Erfolgsbilanz aber überschaubar. Ja, Annalena Baerbock macht es dieses Mal wie ihr Amtskollege, der US-Außenminister Blinken. Sie reist erst in die Region, also nach Ägypten in diesem Fall. Dann war sie jetzt in Ramallah bei der palästinensischen Autonomiebehörde, trifft jetzt heute Vormittag den israelischen Außenminister. US-Außenminister Blinken sammelt immer ganz bewusst die Positionen und auch Angebote der arabischen Nachbarn und der Palästinenser, um die dann der israelischen Regierung zu präsentieren. So viel Handlungsspielraum hat Baerbock nicht, aber sie flankiert ganz bewusst diese Bestrebungen.
der Amerikaner nach einer großen Lösung, nach einer wirklichen Befriedung des gesamten Konfliktes. Und sie fordert mit klaren Worten, und es werden zunehmend scharfe Formulierungen, immer die gleichen drei Dinge, nämlich eine bessere humanitäre Versorgung der Menschen in Gaza. Israels militärisches Vorgehen müsse sich an das humanitäre Völkerrecht halten und es müsse eben eine politische Perspektive geben auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Das macht sie inzwischen nicht mehr nur hinter verschlossenen Türen, sondern auch vor den Kameras. Aber es bleibt bei Worten und die aktuelle Regierung Netanjahu regiert nun mal nicht, reagiert nicht auf Worte. Auch das sehen wir seit Monaten. Einschätzungen waren das zum aktuellen Geschehen im Nahen Osten von Nahost-Expertin Christin Hellberg. Vielen Dank dafür. Sehr gerne.